Dieser Film wird präsentiert vom Hannibal Center. Ihr Center im Bochumer Norden. Hannibal.de. Einmal im Jahr wird die Christuskirche in Bochum farblich hübsch dekoriert. Feines Blau-Weiß umgibt das alte Gotteshaus. Der Fußballfachmann weiß immer, wenn es anstatt Weihwasser und Hostie Pilz und Currywurst gibt, dann ist Scudetto-Zeit. Und richtig, hinter den Kulissen laufen sich die Hauptakteure schon einmal warm. Die Sportskameraden Redelings, Hilfrink und Gosen. Ausverkauft wie jedes Jahr, lange Schlangen beim Saisonrückblick. Die Kirche bis auf den letzten Platz gefüllt, fast wie Weihnachten. Und hinter den Kulissen dehnen steife Männer müde Knochen. Einmal im Jahr darf auch in der Kirche das Handy an sein, vom Biertrinken ganz zu schweigen. Wann kommt ihr? Im Zeitalter von Facebook braucht man nicht aufstehen und durch die Tür gehen, die Nachrichten kommen auch so an. Wir sind gleich da, nur noch ein letztes Mettbrötchen. Im Gotteshaus viele Anhänger der reinen Lehre und ein paar Ungläubige. Die sehen alle gleich aus, vorne gelb, hinten mit Schwanz. Los geht es mit einer Absage. Der Moderator des Abends, Ben Redelings. Klar, er war eingeladen, aber die Kirche hat protestiert. Der Messias ist auf Bali-Tour, also... Der Saal weiß, wer gemeint ist. Ein schönes Thema, wo Ben Redelings und Frank Gosen ausgiebig drüber herziehen können. Peter Neururer ist wieder da und da gibt es so viel, worüber gelacht werden darf. Che Pedder. Sly Neururer. Superman mit Schnäuzer. Der Messias. Und Vater, gib mir noch zwei Spiele. Sohn, langsam wird es zu auffällig. Zwei vergnügliche Stunden bei Scudetto mit einem besonderen Highlight. Frank Gosens blau-weißer Saisonrückblick als Giovanni Trapattoni. Ungekürzt und ungeschnitten. Viel Spaß. Sind Sie bereit? Es gibt im Moment, aber nicht nur im Moment, in diesem Verein auch einige Menschen, nicht nur Spieler, vergessen innen Profi, was sie sind. Ich lese nicht viele Zeitungen, aber ich habe gehört, viele Situationen. Was war letzte Saison? Ha. Im Anfang, du denkst, ist gute Wetter, hast du Trainer, ist der Mann aus dem Berg, ist der Bergmann, immer Licht dabei. Ha. Also keine Weg nach vorne und nach oben. Und erstes Spiel geht gut. Gewinne gegen Dresden aus Ostblock. Stimmung perfetto, Geppetto. Es sind in die zweite Spiele. Muss ich sagen, was erlaube Paderborn? 0-4 gegen Paderborn, wo Menschen wohnen in Höhlen. Wo Menschen essen Tiere ohne zu schlachten. Und Eltern von manchen Menschen sind Geschwister. Und dann verlieren zu Hause gegen alle. Wie können verlieren gegen Mannschaft, die heißen wie lange dünne Fisse? Ein junger Spieler kriege auf die Fresse, weil mache Fehler. Ist er nicht gut, weil Alte müssen machen Fehler gut. Aber zu langsam und überhaupt. Muss er machen 2-3 Tore gegen lange dünne Fisse, dann ist es scheißegal, wie junge Spieler machen Fehler. Und dann 0-0 in München 60. Und 0-0 in Duisburgen. Georgische Rentner treffen ihre Tor nicht. Ist es so normal in dieser Mannschaft? Ha? Verlieren contro Diavolo Rossi und Unentschieden gegen Ingolstadt. Nicht mehr wollen machen Witze über sowas wie Ingolstadt. Ist der Tristezza e Dolore. In Braunschweig, zwei braune Zweiger rennen unsere Portiere, unsere Torwart in die 5 Meter Raum. Diese Praxis töte unsere Torwart und haue Ball in Tor. Und der Arbitro und der Siri sagen, ist nichts zu sehen. Du könntest tragen Torwart von dem Feld und aus dem Stadion, aber ich nichts zu sehen. Du könntest begraben Torwart, ich komme trauern, aber nichts zu sehen. Mannschaft weinen ist der Motor sensibel.
weine lange und verliere 0-3. Und der Siri sage, das ich gesehen. Dann verliere Hertha, diese Seisadalfe. Und dann kommen Spiele in Aue. Oh, scusi, habe gesagt, Spiele in Aue? No, waren nicht Spiele, nicht nur bei meiner Mannschaft, waren nicht einmal Fußball, war anderer Sport, war gar kein Sport, war Misshandlung. Misshandlung vom Platz, vom Ball, von Fans, wo stehe in der Schnee da drüben in Sibirien. Bene, Trainer aus dem Berg muss gehen, weil er keine Lichter mehr. Ist der finster um uns alle? Komm, ein kleiner Mann mit stacheligen Haaren und lustiger Sprache. Mache gut, sieht besser aus, was spielen. In Santa Pauli mache sogar Tor mit Rücken. So was brauche. Komm, seit vor Weihnachten, Fantastico. Ja? Weghauer Dresden, weghauer Ente, Liche, Paderborn, 4-0. Sicher nach Hause, wo Fratello e Sorella können machen Kinder und essen lebendig Tiere. In Pokale haue weg München 60. Weihnachten ist die Sonnenzeit. Jetzt können erholen und dann angreifen. Ober angreifen. Und was passiert? Spiel gegen Regensburg. Ich muss sagen, habe gesehen viele, viele Spiele letzte Jahre. Habe gesehen, was spielen wir. Habe gesehen, richtige Fußball. Habe gesehen, junge Spieler. Waren 11, 12 Jahre. Habe auch gesehen, Babini mit der Seiße in Windeln treten vor Ball in Garten. Aber niemals habe gesehen, so eine Mörder wie gegen Regensburg. Von beiden Mannschaften, Pero, wir verlieren 0-2. Bambini in Windel voller Merda hätte gewonnen dieses Spiel. Ist da ein Verein ohne Mutter? Ist da ein Verein ohne Vater, ohne Gott, ohne Fortuna? Ein paar Spiele, du nicht wissen. Wohin? Wo geht hin die Viaggio, die Reise? In Kaiserslautern sieht der gut aus, aber stehe dreimal einsam und alleine vor die anderen Torwart, können nicht machen Tor. Verliere Braunschweig in der letzten Minute, verliere Hertha schon wieder. Wie oft ich sage, verliere. Ne? Du Seele, ich kenne nicht Saal groß genug, ich brauche, um zu sagen, wie oft verliere dieser Verein. Und poi? Aue. Continuamente Aue. Konne, du mir erklären, was war Aue so wieder? Man sage, Fans, jetzt werde anzündes Stadion. Fans sage, noch keine Feuer mehr. Konnte nicht mal mehr ärgern. Ganze Wochenende weinen. Diese Welt ist geworden ein dunkler Platz, ohne Hoffnung. Dann komme Montag. Ich stehe am Teich von Stadtpark. Und am anderen Ende, ich sehe eine Leuchte. Und dann ich sehe einen Mann, kommt da auf mich zu, direkt über Wasser. Der Mann hatte an blaue Jeans und Schuhe und ein Schnürsenkel. Und dann er kommt aus der Leuchten und ich sehe, ist der Mann mit Schnauzer. Und er sage, du mir sage, weg zum Stadion. Ich mache alles gut. Weil ich nicht konne sprechen, ich gehe mit ihm. Und ich sehe, dass Spieler konne nicht laufen. Krieche über Boden wie fast tot. Ich sehe, Spieler konnte nicht sehen, war blindo. Laufe über Platz und wisse nicht wohin. Und Mann mit Haare unter Nase gehe hin. Und berühre und spreche mit Lahme und Blinde
E was passiert? Il miracolo! Lama konne gehen und sogar rennen. Blinde konne sehen, Dio mio. Komme spielen, Gott buße und Gott buße nichts konnte machen contra il miracolo, miracoli, de Bochum. Spiele besser als Dortmund und Bayern zusammen. Gerade in Gott buße. Denn wie sagt man mit Schnauze in Gott, Busse, alle Spieler sind voll Frisuren und Werfer von Hammer. Deshalb mache ich erst das Tor auch selber. Komme Spiele gegen Santa Pauli und Pauli nichts mehr, Santa. Treffe leere Tor nichts mehr. Ne? Und dann wir zersmettere gottlose Haufen von Sandhausen mit 1-0. Und dann wir erledige Mannschaft aus Stadt mit grande Kirche, wo ziehe an für lache Uniformen. Ja? Denn wir sind im Auftrag des Herrn unterwegs. Auf einen Kreuzzug fuhr die echte Fußball und der ist immer noch blau-weiß und nicht so schlimm schnell wie von den anderen. Manche sagen, letzte zwei Spiele wir verloren. Ich sage, Stronzo, Vaffanculo! Aber gewonnen, wie jetzt immer gewinnen, auch wenn andere schießen mehr Tore. Wir nicht brauchen Logik. Habemos petam!